Im heutigen Video gehen wir mal in die Luft, sind aber auch irgendwie am Boden geblieben. Und auch mal drinnen in einem mobilen Tiny House. Ich check heute mal mit euch gebrauchte Tiny Houses bzw. Mobilheime. Ab geht's. Ja, ich bin heute mal unterwegs bei der Firma Nachtigall und hier gibt es von 8.000 Euro bis hin, ich glaube das teuerste ist 60.000 oder 70.000 Euro Mobilheime. Das sind dann entweder gebrauchte oder eben auch zum Teil neue. Und es lohnt sich auf jeden Fall hierher zu fahren, weil hier gibt es sau viele von diesen Mobilheimen und auch so viele, dass man denken könnte, dass er sie nicht mehr alle hat. So ein Mobilheim hat immer ein Fahrgestell, außerdem Gas, Wasser und Stromanschluss. Und im Gegensatz zum festgebauten Haus hat man es mit dem Mobilheim etwas einfacher. Und hätte ich keine Kinder, würde ich wahrscheinlich auch in so einem Teil hier leben. Hier haben wir mal eins für 45.950 Euro. Und das ist eigentlich nicht viel Geld, denn die Dinger sind komplett eingerichtet. Du musst nicht noch zu Ikea hinfahren und irgendwas kaufen. Nein, das heißt jetzt hier Modell Sierra. Ja. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel, denn hier drinnen ist natürlich kein Strom angeschlossen.